Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag der Hereus Bildungsstiftung. Lehrer brauchen Liebe, das titelte das Chrismon-Magazin im Januar so schön. Die Hereus Bildungsstiftung hat es schon vor Jahren bzw. Jahrzehnten erkannt und sich zur Aufgabe gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, mich erinnert es immer an meine Schulzeit. Wir haben ja damals in Bayern, wir haben damals noch Sexualaufklärung beim katholischen Pfarrer gehabt. Ist das hier anders, ja? Also, na, wir hatten auch immer gesagt, wenn er kommen ist, da schau, jetzt kommt wieder unser Theoretiker. Ja, war natürlich falsch, aber... Das, was die Lehrerinnen und Lehrer vermitteln, das, was sie an Persönlichkeit ausstrahlen, die Motivation, die sie vermitteln, das, was sie den Schülern jenseits allen Stoffs mitgeben, dass das eigentlich der größte aller Einflussfaktoren ist. SWOT-Analyse, Auftritt, Rhetorik, Strategie, Change-Management, Leadership, Teambuilding, das klingt zunächst alles sehr technisch. Dahinter steckt allerdings eine ganz andere Einsicht. Man befasst sich mit den Menschen und ihrem Alltag, erarbeitet mit ihnen die Beschreibung und Überwindung schwieriger Situationen. Was in dir steckt, hängt nicht nur von dir ab, sondern maßgeblich von der Umgebung, in der du dich aufhältst und wie du gefördert wirst oder eben nicht. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Ist gut, wenn man das weiß. Ich persönlich muss sagen, dass Schule, wie es heutzutage durchgeführt wird, also man wird nicht in der Schule ausreichend vorbereitet für das Leben, weil wir nennen es Schlüsselkompetenzen. Diese Schlüssel- und Sozialkompetenzen sollen in der Schule beigebracht werden, wie man miteinander diskutiert, wie man verschiedene Quellen benutzt, um etwas zu belegen, wie man aufeinander zugeht. Diese Schlüsselkompetenzen, die man wirklich fürs Leben braucht, die werden in der Schule nicht beigebracht. Und wenn ich dann weiß, ich bin Pinguin, gucke ich mich um, bin ich dafür in der richtigen Umgebung? Und wenn ich dann sehe, ich bin in der Wüste, liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht? Das ist auch nicht die zentrale psychotherapeutische Frage, wie bin ich hier hingekommen, sondern viel wichtiger ist, wie komme ich jetzt hier weg? Es geht um Selbstlernen und Selbstreflexionsfähigkeit, um Querdenken, um unternehmerische Mentalität statt Angestelltenmentalität, Experimentierfreude statt Konsumption und Reproduktion und individuelle Resilienz. Innovation und Kreativität und Freude ist ja nicht nur sozusagen Benz und Daimler und Bosch und Siemens, sondern das kann in vielen kleinen Formen des Lernens geschehen. Und jeder einzelne Lehrer ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und genau deswegen muss er was vom Clown lernen. Was tut der Clown? Er fällt auf die Nase und steht wieder auf. Und das tun Kinder auch. Ich denke manchmal, was würde passieren, wenn Erwachsene erst das Laufen lernen würden? Wir würden alle auf den Boden kriechen mit guten Entschuldigungen und sagen, du, ich habe es 2-3 Mal probiert, ist echt nicht mein Ding. Sollen die anderen das mit dem aufrechten Gang machen? Ist nichts für mich. Bildung ist vielleicht das, was übrig bleibt, wenn alles andere vergessen ist.